Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier bei mir auf YouTube. Jawohl. Wir sind wieder zurück und es gibt wieder ein neues Fress-Unboxing. Ha! Das bestlaufendste Video auf meinem Kanal. Der fette Junge ballert sich wieder irgendwelche Süßigkeiten rein. Und tatsächlich muss ich sagen, ich bin ein bisschen verwirrt. Und zwar einmal mehr. Ich habe nämlich wieder tatsächlich zwei Boxen bekommen von Vernascht die Welt. Ich weiß nicht, schicken die jetzt automatisch immer zwei Boxen raus, damit sie sicher gehen, dass eine auf jeden Fall ankommt? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt beide Boxen einmal aufmachen. Kurz reingucken. Mir das Zettelchen hier nehmen. Und schauen. Okay, das ist diese Box. Jetzt mache ich kurz die andere auch nochmal auf, um sicherzustellen, dass das jetzt nicht die gleiche ist. Und wenn es die gleiche ist, dass ich nicht wieder ein neues Video anfange und dann ist es zwar gar nicht die gleiche Box. Und ich muss feststellen, es sind tatsächlich zwei verschiedene. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der hier an. Wir fangen einfach mal mit der hier an. Ist jetzt scheißegal, mit was wir anfangen. Es sind zwei verschiedene Boxen, das heißt zwei verschiedene Fressvideos. Ihr könnt euch freuen. Geil, oder? Hey, was geht? In dieser Box befinden sich Süßigkeiten aus Australien. Ich tue jetzt mal so, als wenn das Ganze neu wäre. Oh, geil! Ja. Also, Süßigkeiten aus Australien. Hier. Ne? Leckere, schmackhafte Dinge aus Australien. Was sich immer ein bisschen doof anhört. Und hier haben wir ein kleines Kärtchen aus Sydney. Das ist immer nice. Kannst du dir an den Kühlschrank hängen und dann, wenn du mal Besuch kriegst, denken die Leute so, ach, guck mal, wo ist der denn schon überall rumgekommen? Hat überall Postkarten? Oder hat der viele Freunde? Ja, ja. Fangen wir an. Mit dem ersten Produkt. Und zwar ist das Nestle KitKat Triple Choc. Triple Choc, Junge. Choc-Güzel. So das Ganze aus. KitKat. Ja, ist ein Nestle-Produkt. Kann ich jetzt aber auch nichts für. Ja, also bitte spart euch die Kommentare. Nestle. Ich weiß. Aber was willst du machen? Auch wenn es, ich sag mal, ne, jetzt rein moralisch gesehen nicht das beste Unternehmen ist, rein geschmacklich gesehen schmecken die Scheißdinger von denen aber leider immer sehr, sehr lecker. Das ist halt normal. Einfach so. Sieht natürlich auch nicht so aus wie auf dem Bild, ist auch klar. Ne? Das ist KitKat Triple Choc. Prost. Ja, ne? Ist gut. Kein Mensch der Welt. Aber auch wirklich kein Mensch der Welt. Schmeckt gerade drei Sorten Schokolade raus. Ist einfach so. Aber es sind lecker. Ja, das ist es ja immer wieder, habe ich ja gesagt. Das ist leider immer das Problem bei Nestle-Sachen. Die schmecken leider scheiße lecker. Sorry. So. Dann haben wir hier von... Keine Ahnung von wem. Auf jeden Fall kommt es aus Australien. Aus. Snackbrands.com.au. French Fries. Authentic French Fries Original. Sind bis zum 9. November haltbar. Wenn ich mich recht entsinne, ist der 9. November längst rum. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich auch nach diesem Video noch leben werde. So sehen die aus. Originale French Fries. Sehen die so aus? Proudly Australian made. Oh, die sind lecker. Haben eine... Die schmecken wirklich wie Pommes. Das ist krass. Die schmecken halt wirklich wie Pommes. Das ist ja heftig. Die Hände sehen aus wie Sau, aber passt schon. French Fries, sehr, sehr lecker. So, dann haben wir Starburst.
Gibt es nicht eine Slotmaschine, die Starburst heißt? Das verwirrt mich jetzt. Starburst Institute in Aussie Land, we've spent years coming up with fun, fruity taste, sensations so juicy and full of happiness, the whole family will love them. Okay. Also auch hier ein original australisches Produkt. Starburst. Hallo. Autofokus. Jetzt sind wir, glaube ich, scharf. Na, ich hoffe, ihr seht's. Sind auf jeden Fall Gummibärchen. Oh, geil. Verpackung kaputt. Scheiße. Oh, die. Boah, riechen die gut. So sehen sie aus. Ich weiß nicht. Seht ihr das einigermaßen? Ja, seht ihr, ne? Manche haben sogar noch dieses weiße Schaumstoff unten dran. Die liebe ich ja. Okay, sie sind wirklich sehr fruchtig. Das könnte Banane oder sowas sein. Doch, das müsste eine Banane sein. Ist nur Bananen. Sehr gut. Wir haben jetzt drei Produkte probiert von dieser Box. Drei Stück. Und die waren bis jetzt alle geil. Wenn das so weitergeht, ziehe ich nach Australien. Und dann kommen wir zu einem Produkt, das wir tatsächlich schon mal hatten. Wir, nee, das hatten wir, das hier hatten wir jetzt so noch nicht. Aber man kennt es auf jeden Fall. Und zwar Cadbury ist tatsächlich einer mit der größten Schokoladenhersteller. Das wusste ich gar nicht. Cadbury, das ist Twirl. Ich würde fast behaupten, dass das so eine Art okay, Autofokus. Hat heute gerade Lust. Gut, wenn er nicht möchte, dann lassen wir ihn heute einfach mal. Vielleicht ist er wieder ein bisschen zickig. Ich würde fast sagen, das ist so eine Art Premier League VIP-Tickets. Kann man da gewinnen. Ich weiß nicht, ist Cadbury eher England? Oder eher, ich habe keine Ahnung was, so sehen die Dinge aus. Ich würde fast sagen, dass das so eine Art, dass das so eine Art Twix oder sowas ist. Okay, überhaupt nicht. Cadbury. Das ist tatsächlich Luftschokolade. Aber tatsächlich auch ziemlich gut. Muss ich sagen. Auch ziemlich lecker. Weil das so, also die hat diese Cadbury Schokolade hat immer einen ganz, ganz speziellen Geschmack. Und zwar einen wirklich guten. Das kann ich leider nicht probieren, weil ich hasse Kirche. Also ich hasse alles, was mit Schokolade und Kirche zu tun hat. Und hier haben wir leider Gottes Cadbury Cherry Ripe. Oder Rip. Und ich hasse Kirche. Also ich hasse, ne, Kirschen so zum So-Essen esse ich gern. Aber alles, was mit Schokolade und Kirche zu tun hat. Nee. Aber sind bestimmt auch super lecker. So, dann haben wir Sharing the Bar. Oder Sharing Bar Nestle. Sorry. Milky Bar with Smarties. Also eigentlich eine sehr, sehr leckere Geschichte. Ne? Nestle mit Milky Bar und Smarties. Eigentlich ein Erfolgsgarant, muss man fast sagen. Kann nur lecker sein. Ja, riecht schon mal super. Guck mal, wo hier der... Da. Und da. So. Ist eine ganz normale Tafel Schokolade. Ne? Oder sind halt Smarties drin. Aber ich liebe... Die Schmerzempfindlichkeit kickt wieder. Aber ich liebe weiße Schokolade. Ich liebe weiße Schokolade. Einfach hammergeil.
Ja. Also, einige werden sich jetzt wahrscheinlich darüber beschweren und sagen, ja, Tobi, wie kannst du denn Nestle-Sachen gut finden? Aber ich muss in diesem Video, oder ich bewerte in diesem Video die Produkte, die da drin sind. Ja. Ich bewerte jetzt nicht die Firma oder wie die Firma ist oder was sie tut oder was sie macht oder wie sie sich verhält, sondern ich bewerte das Produkt, das Endprodukt, das schon da ist. Ja. Und das bewerte ich nach Geschmack und wie gesagt nicht nach, wie die Firma ist oder wie die Firma sich verhält oder was sie tut. Es geht rein um den Geschmack, um das Produkt an sich. Ja, das möchte ich nur noch mal sagen. Das hat nichts mit meiner persönlichen Meinung über Nestle jetzt zum Beispiel zu tun, aber ich bewerte hier das Produkt von Nestle, ich bewerte diese Milky Bar vom Geschmack her und diese KitKat und nicht die Firma Nestle. Das ist keine Firmenbewertung, sondern das ist eine Bewertung der Box bzw. der geschmacklichen Vielfalten, die sich in dieser Box befinden. Also das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Deswegen lasst bitte aus den Kommentaren raus, dass Nestle ein Scheißunternehmen ist oder sowas. Das ist ein anderes Thema. Ja. Wie gesagt, und das spiegelt auch nicht jetzt, wenn ich sage, oh, diese Milky Bars schmecken geil, spiegelt jetzt nicht wieder, dass ich Nestle total feiere. Ja. Das wollte ich nur an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht oder sowas. Weil manche sich da immer so ein bisschen getriggert fühlen. Was ich doch immer ein bisschen nervig finde, muss ich sagen. Ja. Hier geht es um Essen und jetzt fast gesagt die schönste Nebensache der Welt, aber wir müssen es ja alle irgendwie. Weiter geht's mit Oreo Wafer Bits oder Bites. Die habe ich auch noch nie gesehen, aber die haben in Australien, USA, Kanada da drüben Sachen, da träumst du doch nachts von. Und die haben es einfach, die leben den verfuckten Süßigkeiten-Traum, das gibt's überhaupt nicht. Hier haben wir Oreo Vanille Flavor Bites zum Essen. Ja, natürlich. Guck mal, was für eine große Verpackung. Und guck mal, was für eine kleine Tüte. Siehst du das? Ich hasse sowas. Im großen alten Deutschland könnte ich jetzt zur Verbraucherzentrale gehen. So nicht. Sag mal. Das Ding ist unbesiegbar. So. Mein Gott. Da haben wir es doch. So sehen die aus. Die sehen jetzt so aus, als müsste ich mir da jetzt irgendwie Milch dazu machen. Ich hatte die jetzt irgendwie größer. Also ich dachte irgendwie, die sind größer, weil ich meine, gut, man soll natürlich nie nach dem Verpackungsscale gehen, ne? Aber wenn du dir das so anguckst. Naja. Ich vermisse so ein bisschen den Oreo-Geschmack. Ich meine, ja, die sind gut, aber ich vermisse so ein bisschen den Oreo-Geschmack. Beziehungsweise ich vermisse so ein bisschen den gesamten Geschmack. Aber so gefühlt haben die jetzt irgendwie nach gar nichts geschmeckt. Ja, ja, jetzt nicht verkehrt oder so, aber irgendwie schmecken die nach gar nichts. Ja, ein bisschen enttäuschend. Ist jetzt so das erste aus der Box, wo ich sage, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weiß ich nicht. So, dann haben wir hier das nächste, was ich auch nicht aufmachen werde. Weil ich es nicht, ich mag es einfach nicht. Violet Crumble. Und das ist, wenn ich es richtig sehe, ist so eine Art Krokant. So eine Art Krokant-Buttermischung. Dürfte wieder Cadbury sein, wenn ich das richtig deute. Ist das Australians Violent Crumble. Ist auf jeden Fall schon mal glutenfrei. It's the way it shatters that matters. Nee, ist jetzt nicht unbedingt von Cadbury. Ich habe keine Ahnung. Aber ich mag einfach kein Krokant. Und das sieht mir fast aus, als wäre es so eine Art Krokant. Wir hatten das mit dem Butterfinger oder Butterfinger schon mal gehabt. Und den fand ich auch absolut maximal widerlich. So sieht das gute Stück aus. Wie gesagt, probiere ich jetzt an dieser Stelle nicht. Weil ich es einfach nicht mag. Das weiß ich hier vornherein schon.
Aber für Leute, die es mögen, die Dinger sind auf jeden Fall immer riesengroß. Ja. Etwas, was ich wiederum mag, und damit ist die Box auch aller. Etwas, was ich wiederum mag, sind Chips. Und das sind Chips. Und da steht Life's Pretty Straight Without Twisties. Twisties Cheese. Das sieht mir doch nach einem Lace-Ding aus, oder? The Smith Food Company. Aber das sieht schon sehr nach Lace aus. Jetzt mal bitte. Auch hier dahinten, das hinten drauf und so. Und von vorne. Das ist doch schon arg lazy, oder? Naja, mal gucken. Wir machen einfach mal auf. Ist Cheese-Geschmack. Und das sind... Ja, keine Ahnung. Ja, doch. Hier bitte. So sehen die aus. Ja, doch. Die schmecken ein bisschen. Die schmecken ein bisschen wie die Doritos sind das nicht. Was hatten wir denn letztes Mal noch gehabt? Cheetos. Die schmecken wie Cheetos. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar tatsächlich die australischen Cheetos sind. Weil das sieht original nach Lay's Company aus. Und Lay's Company gehört ja wiederum zur Pepsi Company. Und ich glaube, dass diese Smith Company tatsächlich auch ein Chipshersteller in Australien ist, die vielleicht aufgekauft wurden von Lay's bzw. Coca-Cola, Pepsi. Und dass das die australischen Cheetos tatsächlich sind. Die sind gut. Mhm. Sehr, sehr lecker. Kann man absolut nichts gegen sagen. Schmecken sehr gut. Also, australische Box. Der dicke Junge ist zufrieden. Ich gebe 9 von 10 Schweinepfötchen. Ich mache jetzt Bewertungen. Ich gebe jetzt immer Bewertungen und ich gebe dieser Box eine 9 von 10 Schweinepfote. Eine Schweinehufe. Vielleicht mache ich irgendwann ein Video. Ich glaube, ich mache Videospiel-Reviews und vergebe Schweinepfoten. Oder Schweinehufen. Gab es, glaube ich, noch nicht, oder? Es gibt, glaube ich, kein Review-System mit Schweinehufen. Warum eigentlich nicht? Wir sollten das ändern. Also die ganzen Sachen, die waren wirklich alle lecker. Das Krokant-Ding brauche ich nicht unbedingt. Ist halt drin, weil es halt scheinbar eine ziemlich bekannte Süßigkeit aus Australien ist. Das Cherry-Ding ist bestimmt nicht schlecht. Ja, aber ich mag zum Beispiel auch nicht dieses... Ach Gott, wie heißt denn das? Mit dieser Kirche. Grüße gehen raus an Erik. Mit dieser Kirche innen drinne. Wie heißt denn das hier? Nicht Ferrero Küstchen, sondern ein andere. Das, was es einmal wäre. Morcherie. Bäh. Da würge ich schon nur beim Namen. Mag ich auch nicht. Deswegen lasse ich das auch lieber zu. Und wie gesagt, das Krokant-Ding fand ich jetzt. Brauche ich auch. Hätte ich auch nicht gebraucht. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, waren die hier tatsächlich. Vielleicht musst du davon die ganze Packung essen, um den Flavor irgendwie zu spüren. Ich fand, die haben einfach nach gar nichts geschmeckt. Ja. Lag vielleicht aber auch daran, dass ich so viel auf einmal gefressen habe. Oder so viel durcheinander, dass meine Geschmackssinne deshalb ein bisschen verwirrt waren. Keine Ahnung. Alles in allem eine ziemlich leckere Box. Ja, also wenn ihr mal nach Australien fliegen solltet, ihr seid gut versorgt. Mit schmackhaften Süßigkeiten. Richtig nice. Was ich mir mal wieder wünschen würde, wäre tatsächlich so eine Box, wo du wirklich Sachen drin hast, jetzt die vielleicht im europäischen oder deutschen Geschmacksnerv nicht unbedingt Holz sind. Ich werde nie vergessen, wir hatten mal diese Mexiko-Box gehabt, wo dieser komische Leckstift dabei war, der irgendwie nach Salsa-Soße und Karamell geschmeckt hat. Also da, aber so auf sowas hätte ich mal wieder richtig Bock. Ja, ich meine, das sind ja jetzt alle Sachen, die kennen wir hier in Europa ja auch, so halbwegs zumindest. Ja, wir wissen, was ein KitKat ist, wir kennen weiße Schokolade mit Smarties in drin, das kennen wir ja hier auch. Aber wirklich mal wieder eine Box, wo du ein bisschen was Außergewöhnliches drin hast. Das wäre mal schon ziemlich nice, muss ich sagen. Vielleicht kommt da ja mal was in die Richtung. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Beim Vernasch die Weltbox. Wir haben noch eine Irland-Box hier. Die werde ich aber nicht jetzt auspacken, weil sonst muss ich, glaube ich, kotzen. Ja, und das wollen wir ja nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn es wieder ein schmackhaftes Vernasch die Welt-Unboxing gibt. Ich hoffe. Ne? Nächsten Monat ist Weihnachten. Ich hoffe, ich möchte Weihnachtssüßigkeiten aus aller Welt haben.
Bitte. Ich habe bitte gesagt. Jetzt mach! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.